Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Ich muss gerade an Christoph denken. Oh, du Ärmste. Er war neulich hier und wollte sich mit mir gegen Tanja verbünden. Wie bitte? Oh, wenn sich Christoph dazu durchgerungen hat, muss sie ihm ja schon tüchtig auf den Geist gehen. Offensichtlich. Er hat mir sogar eine großzügige Abfindung angeboten, wenn ich ihm helfe, sie loszuwerden. Das ist ja großartig. Da kannst du ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich meine, du willst doch auch, dass Tanja wieder verschwindet. Nein, ich finde sie eigentlich ganz nett. Ist nicht dein Ernst? Doch. Wir reden von dem Mädchen, das deinem Sohn versucht hat, ein Kind anzudrehen, um an ein kleines Vermögen zu kommen? Ja, und diesem Mädchen werde ich heute Nachmittag einen Besuch abstatten. Aber du hast doch selbst gesagt, dass sie eine Betrügerin ist. Ach, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Man muss auch mal über seinen Schatten springen und verzeihen können. Du willst also tatsächlich mit ihr Freundschaft schließen? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Oh ja, bei dir weiß ich nie. Du solltest mich besser kennen. Um Christoph zu ärgern, werde ich sogar diese kleine Schlampe Tanja ertragen. Für eine Weile. Ja? Tag, Tanja. Was wollen Sie denn hier? Ach, ein bisschen plaudern. Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen hätten. Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Ach, Moment. Nicht so hastig. Raus! Hören Sie mich doch erstmal an. Warum sollte ich? Weil das, was ich Ihnen zu sagen habe, Ihr Leben hier sehr viel einfacher machen könnte. Mein Leben auf Friedenau ist wunderbar. Es könnte noch wunderbarer sein. Seit wann machen Sie sich Gedanken um mein Wohlbefinden? Seit ich mitbekommen habe, wie unmöglich sich Christoph Ihnen gegenüber benimmt. Ach, mit dem werde ich schon fertig. Das traue ich Ihnen durchaus zu. Aber vielleicht könnten Sie etwas Hilfe gebrauchen. Hilfe? Ausgerechnet von Ihnen? Ja, ich wollte Ihnen meine Unterstützung anbieten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir beide Freundinnen werden. Sie haben ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sie sagen, was Sie denken. Das gefällt mir an Ihnen. Irgendwie sind wir beide uns sehr ähnlich. Was wollen Sie eigentlich mit dem Theater hier bezwecken? Ich habe eingesehen, dass Sie mehr drauf haben als die meisten Mitglieder dieser Familie. Na, dazu haben Sie aber lange gebraucht. Kann schon sein. Jedenfalls habe ich keine Lust, mich mit Ihnen zu streiten. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide ein gutes Team wären. Wir würden bestimmt viel Spaß miteinander haben. Lassen Sie die ganze Sache doch mal durch den Kopf gehen. Es freut mich, dass wir uns wenigstens mal unterhalten haben. Unterhalten? Ich glaube, ich habe nicht zugehört. Ach, wir müssen uns eben besser kennenlernen. Ich weiß es noch nicht. Wie auch immer. Rufen Sie mich doch einfach an, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben. Wiedersehen. Auf den Beginn einer wunderbaren Freundschaft.